Was diese neue Tastatur von Gammakai kostet, werdet ihr mir nicht glauben. Das hier ist die brandneue LK75 von Gammakai. Mit der TK75 haben die schon einen richtig guten Job gemacht, deswegen bin ich umso mehr gespannt auf diese hier. Der erste Eindruck, wir haben hier ziemlich wertiges Material, die ist auch ziemlich schwer. Hinten auch nochmal eine schöne Metallplatte mit dem Gammakai-Logo drauf. Als Zubehör haben wir ein richtig cooles Kabel, welches ich so auch noch nicht gesehen habe. Ein Switch- und Keycap-Puller und noch 4 extra Keycaps, wobei ich nicht weiß, was sie zu bedeuten haben. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass auf den Keycaps von der Tastatur Shortcuts fürs Photoshopping draufgeschrieben sind. Ich finde, das verleiht der Tastatur auch nochmal einen persönlichen Touch. Und für Leute, die wirklich Photoshoppen, ist das schon ziemlich cool. Aber das Beste an dieser Tastatur ist dieses Ding. Denn das ist einfach ein Display, was du komplett anpassen kannst. Und sagt ehrlich, Leute, sowas bei einer Tastatur ist schon heftig. Zudem kannst du die Tastatur auch wireless per Funk mit diesem Dongle oder per Bluetooth mit deinem PC, Handy, Laptop, PlayStation, weiß was ich noch verbinden. Zudem hat dieser Screen auch ein Einstellrad, womit du beispielsweise die Lautstärke anpassen oder durch dieses kleine Menü durchschalten kannst, welches auch nochmal sehr übersichtlich gestaltet und sehr nützlich ist, muss ich ehrlich sagen. Zudem sind auf der Tastatur die neuen Gammakai Jupiter Switches verbaut, welche auch durch dieses milchige Material hier die Lichteffekte nochmal wesentlich verbessern. Zudem sind diese Switches linear und hören sich auf der LK75 wie folgt an. Darüber hinaus könnt ihr diese Tastatur auch mit der Software anpassen. Ihr habt hier wirklich grenzenlose Einstellmöglichkeiten. Und ich habe schon vieles getestet, aber diese Software übertrifft nochmal alles. Du kannst hier wirklich eigene Animationen auf die RGB-Effekte draufspielen. Also du kannst jeder Taste sagen, wann und in welcher Farbe sie zu leuchten hat. Zudem kannst du im Sketchpad deinen Bildschirm personalisieren und dort auch alles mögliche an GIFs und Bildern hochladen. Und wer das ja mal nicht geil findet, der kann mir direkt entfolgen, wenn ihr mir überhaupt folgt. Egal, folgt mir einfach. Und falls ihr euch so fragt, oh, die Tastatur muss sicher 300 Euro kosten, nein, sie kostet 95. Habt ihr noch Fragen zur Tastatur, schreibt die dann gerne in die Kommentare, damit ich die in einem Video beantworten kann. Und den Link zur Tastatur findet ihr in meiner Bio. Und Apes, falls ihr die kaufen wollt, benutzt doch gerne diesen Rabattcode für 5% extra Rabatt.